Herzlich willkommen zu Teil 3 von der Bodenbearbeitung in meinem Garten. Zeige ich euch erstmal, was als nächstes gemacht wird. Jetzt wird die umgegrabene Fläche wird jetzt noch gefräst und dann nehme ich euch mit. Viel Spaß, lasst ein Like da und ein Abo. So, bevor ich jetzt aber die Fläche fräse, muss ich erstmal meinen Hänger wieder sauber machen und dann nehme ich euch jetzt erstmal mit. Da, das laufe ich schon mal zu. So, das Loch ist zu, die restliche Erde kommt ins Beet und dann spritze ich den Hänger ab. Dahinter kommen dunkle Wolken. Ich muss sehen, dass ich fertig werde. So, Hänger sauber und auf geht's zur Fräse.
So, so soll jetzt der fertig vorbereitende Boden aussehen. Ne, der wird jetzt nochmal durchgehakt dann später, aber jetzt noch nicht. Das mache ich dann immer erst zum Schluss. Gehe ich dann da nochmal mit dem Rechen durch. Ja, als nächstes muss der Rasen gedüngt werden. Ich habe Blaudünger, habe ich noch vom Vorbesitzer so übernommen. Und das werde ich jetzt auch noch machen. Das Wetter wird schlechter. Ich spritze jetzt hier meine Gartenhacke ab, dass sie wieder sauber ist. Pack die erstmal rein. Durchgefräst wird halt dann noch mal. Bevor jetzt wieder die Klugscheißer unter euch kommen, ja, ich weiß, das ist Blaudünger. Ja, ich weiß, das ist nicht gerade der beste Dünger, aber ich benutze ihn trotzdem. So, hier seht ihr ihn. Ne, der kommt jetzt hier rein. Ist schon alles ein bisschen eingestaubt, weil es wird ja nur einmal im Jahr genutzt. Ja. Dann mache ich mir den immer voll. Nehme ich mir das Ding, ziehe hier am Stück und dann gehe ich einmal hier durch. Einmal komplett den ganzen Garten entlang. So, ich denke mal, das war's jetzt erst einmal von mir. Der zweite Teil ist jetzt zu Ende. Es steht jetzt noch ein bisschen Arbeit an. Nochmal durchfräse, dann nehme ich euch dann auch nochmal kurz mit. Aber jetzt ist erstmal Feierabend. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.